früh musst du rumschlagen mit den Plagen und nachmittags musst du den Schlamm kontrollieren. Was denen war doch eh nix. Weiß ich doch, bin doch ihr Lehrer. So, schauen wir mal, wen wir da haben. Da haben wir die kleine Jana. Wer schreibt denn die? Graf Zeppelin. Zeppelin schreibt mir doch mit 2b. Ja, komm, es reißt, Lehrerzimmer ist offen. Grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Mein Name ist Recht. Grüß Gott. In 2 Wochen heirate ich die Frau immer, dann bin ich Herr immer Recht. Bitte, Goin, mein Name, Goin. Louis Goin. Ich habe den Namen von meiner Frau nicht angenommen. Die hieß nämlich Heu, sonst würde ich ja Louis Heu Goin heißen. Ja. Bitte, nehmen wir es Platz. Ja, danke schön. Eine Freude, dass Sie mich eingeladen haben. Herr. Ich habe Sie nicht eingeladen, ich habe Sie vorgeladen. Ja, das kommt vor, ja. Herr Goin, wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten über Ihren Sohn. Der Roy. Der Roy. Der Roy, das ist ja so ein nettes Böschler, hä? Der mit seinen 14 Jahren, der macht uns ja eine Freude, sage ich Ihnen. Eine Freude. Und der ist ja selbstständig. So. Mit 14 Jahren, der geht schon allein zum Bäcker. Ja, und wenn der früh aufwacht, wenn er seine Kalbsäugle aufmacht, und wenn er uns das so anschaut, wenn er bei uns in der Bettritze drin liegt, na. Was, mit seinen 1,90? Schläft er noch bei Ihnen im Ehebett? Ja, der hält das Bett zusammen. Herr Goin, ich rede nicht gern drum rum. Ihr Sohn, der Roy, ist ja sowas von Brunsblade. Ja, das haben schon mehr gesagt, gell? Ja. Nicht umsonst. Ich weiß schon langsam nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Ja. Ich kann doch den nicht zum 4. Mal die 6. Klasse wiederholen lassen. Ja, aber die macht er doch so gern. Aber er kann nichts, gar nichts kann er. Nehmen wir mal als Beispiel Mathematik, die einfachsten Bruchrechnungen kann der nicht. Der kann nicht einmal ein Dreiviertel durch ein Achtel brechen. Ja, wer kann denn das, Herr? Das ist doch Allgemeinbildung. Die Mathematik hat es doch früher gar nicht gegeben zu unserer Zeit, oder? Oder Geometrie? Ja, mein Geometrie-Dreieck habe ich seit meiner Geburt nicht mehr gesehen. Ne? Oder ein Zirkel. Wer braucht denn heutzutage noch einen Zirkel? Ein Mensch, oder? Zum Luftmatratzen zusammenstecken vielleicht, ne? Aber sonst doch nicht. Rechnen muss man können. Das kann er doch auch nicht. Natürlich, der kommt doch ganz nach mir. Wir sind eine alte Kaufmannsfamilie. So. Wir haben einen Böstenhandel. Goings Böstenversand, ne? Bösten.de. Kennt ihr es nicht, ne? Wir kaufen die Bösten für 1 Euro ein und für 4 Euro verkaufen wir es wieder. Und von denen 3% leben wir. Oder nehmen wir Biologie, H2O2, weißt du nicht, was das ist? Ich weiß ja natürlich. Ho, ho. Hä? 2H2O. Ho, ho. Wasser. Ja, das ist Wasser. Wasser nicht? Wasser schon. Wasser nicht? Wasser schon. Das ist Stoff. Oder Geschichte. Der weiß doch nicht einmal, wann der 30-jährige Krieg war. Ja, der ist erst 14. Oder Erdkunde. Der kennt nicht einmal die Hauptstadt von Deutschland. Das ändert sich ja laufend, ne? Herr Goin, ich glaube, Sie wollen mich nicht ernst nehmen. Schauen Sie mal, das Elternhaus schafft doch das Umfeld, wo die Kinder groß werden. Die Eltern geben doch die Gene mit. Die Gene, ja. Die Mutter gibt so das Gen des Hauswirtschaftlichen und der Vater gibt das Gen der emotionalen Intelligenz. Und da muss man sagen, Herr Goin, haben Sie bei Ihrem Sohn ein sehr großes Defizit hinterlassen. Wollen Sie jetzt sagen, dass ich ein blöd bin? Das muss man nicht sagen. Das sieht man. Das ist was anderes, ja. Ihr Sohn hätte ein Zwilling werden müssen, weil Anna Lanz kann gar nicht so dumm sein. Das haben Sie aber schön gesagt, gell? Das sind doch Sie schuld. Sie als Vater sind schuld, weil sie nichts auf die Reihe kriegen, weil sie wie ein Kirre im Kopf sind, weil sie wie ein Blöd sind. Sie als Vater sind schuld, ja, weil sie keine Intelligenz haben, weil sie nichts gelernt haben, weil sie nichts taugen. Sie als Vater sind schuld. Mein Gott, wie soll denn der Bauer mal einen Madler finden? Ich hab doch eins gefunden. Da müssen Sie mit Beispiel vorangehen. Mein Gott, ich war doch auch einmal jung, ich geh mir aus. Sie, ich hab früher nichts ausgelassen, ich war ein Draufgänger. Ich sag's dir, ich bin oft draufgegangen, du Wörtlich. Ich weiß nicht, vor 50 Jahren bin ich gehabt, der ist schwanger geworden, hätte ich den heiraten sollen. Bin ich nicht blöd, Mama, das Leben kaputt, bloß weil ich so ein Beispiel kriege, da kann ich einmal. Wenn ich schon Frau Gunilla hast, bist du doppelt straf. Hat ich zufällig Gunilla Heu geheißen? Ja. Ja, die habe ich vor 14 Jahren heiraten müssen, weil sie plötzlich schwanger geworden ist.